Hallo und willkommen zu The Binding of Isaac Repentance. Ich habe das Spiel heute schon mal gestreamt. Gerade während ich das aufnehme, kam der eine Tainted Lost Run online, der ziemlich gut lief. Falls ihr den nicht gesehen habt, es war Nervenkitzel. Und ich habe ein bisschen reingeschaut, da war ich auch an der Stelle mit den Spucksteinen und sowas. Und ich dachte mir, ja, ich glaube, ich hätte noch Lust, ein bisschen Isaac zu spielen. An sich ist heute, wäre heute streng genommen ein freier Tag, was nicht ganz hinhaut, weil ich habe schon gestreamt und ich habe auch Pokémon trainiert und aufgenommen. Das heißt, war nicht wirklich der Fall, aber ich weiß auch nicht. Ich hatte das Bedürfnis, Isaac zu spielen. Und der hier sind wir. Ich würde sagen, wir, was versuchen wir? Es gibt so viele normale Charaktere, mit denen mir so viel Zeug fehlt. Wir werden nicht nur Lost heute machen. Wir werden mit Apollyon einfach irgendwas machen. Oh ja, ich mag Apollyon nicht. Oh, ich habe ihn kurz mit Forgotten verwechselt. Ich glaube, ich habe Lust auf einen Forgotten Run, ehrlich gesagt. Wir machen einen mit Forgotten und sehen, wo er uns hinbringt. Was haltet ihr davon? Das sind direkt keine optimalen Gegner. falls ich das mal eben so sagen darf. Ohne zu viel vorwegzunehmen. Okay. Sehr schön. Er hat spontan beschlossen, dass er mich reinspringen will. Das ist okay. Wenn ich den alten Knochenschwinger vor mir sehen würde, ich würde ähnlich reagieren, muss ich ehrlich gestehen. Er hat halt so ein Gesicht, das geradezu nach schreit, angegriffen zu werden. Hat er Spectral Tears? Oh, der Geist hat Spectral Tears, okay. War jetzt nicht die größte Überraschung, aber ich war nicht mehr ganz so damit vertraut. Soll vielleicht generell, wenn ich hin und wieder Lust habe, ein, zwei Runs Isaac so aufnehmen und nicht nur im Stream spielen. Problem ist, ich spiele üblicherweise immer einmal pro Woche nur. Und muss ich überhaupt erklären, inwiefern das ein Problem ist? Dass es mir etwas schwerfällt, dann wirklich besser zu werden. Es ist halt dann doch ein bisschen wenig Zeit. Es gibt viele Bossgegner, die ich dann, bei denen es dann der Fall ist, dass ich sie erst zuletzt vor ein, zwei Monaten bekämpft habe. Und das ist nicht gut. Zum Beispiel zuletzt, woran Run bei mir gestorben ist. Ich glaube, der wird auf YouTube kommen. Das war, als ich bei dem einen, aber wie beschreibe ich ihn am besten? Das ist, in Korps. Und zwar ist es der eine Boss, der so komische Tentakelteile in den Seiten rauslässt, man quasi in den mittleren Bereich ist, wo man gegen kämpfen muss. Und auf den war ich absolut nicht vorbereitet. Ich wusste absolut nicht mehr, was er überhaupt kann. Und an dem bin ich dann auch gestorben. Das war ein bisschen ungünstig. Aber ich wusste halt auch echt nicht mehr, was genau er überhaupt alles macht. Muss ich zu meiner Verteidigung ganz klar anmerken. Ich weiß gerade auch nicht, wie viele Herzen noch irgendeine Form hier gerade hat. Ich weiß auf jeden Fall, dass unser Knochenfreund an sich ein Treffer vom Tod entfernt ist. Er hat auch nur ein Boneheart anfangs, richtig? Ich glaube, er sollte nur eins haben. Das ist nicht gut, zugegeben. Aber ich weiß nicht, wie viel der Geist hat. Das ist so ein schlechtes Item. Das ist so ein unfassbar schlechtes Item. Ich überlege gerade, ob ich den Run restarten soll. Hey. Dankeschön. Die Sache ist, ich würde so gerne im Sacrifice Room ein bisschen spielen. Vor allem, wenn wir die Herzen gerade hier haben, aber ich kann nicht. Und das hat mehrere Gründe. Zum einen, ich kann meine Herzen nicht sehen. Schlechte Voraussetzung. Zum anderen, ich weiß nicht, wie Boneheart auf dem den Raum reagieren. Das wird nervig. Ja, ist okay. Nächste Ebene wird besser. Glaub mir einfach mal. Nächste Ebene wird alles besser. Ich meine, es ist auch nicht verkehrt. Das ist ziemlich einfacher Boss an sich, muss man fairerweise sagen. Ich bin übrigens erstaunt, wie viel cooler der Knochen einfach ist als das dumme Schwert. Welches übrigens eben erwähnten Run gegen den einen Boss gekillt hat, fällt mir gerade auf. Dieses dumme Schwert. Welche Ebene machen wir? Was können wir machen? Wir könnten einen ganz einfachen Run machen, indem ich einfach... Warte, das Messer war... Oh, was war das Messer? Das war, glaube ich... Oh, nein. Sie weiß, wir gehen hier rein. Ich bin mir nicht sicher fürs Protokoll, aber ich glaube, das Messer war The Beast. Und ich weiß, dass ich mir die Symbole besser merken sollte, aber... Um nochmal auf meine Problematik zurückzukommen, dass ich das Spiel nur einmal pro Woche spiele, üblicherweise. Da sind solche Dinge, die dann nicht so ganz im Gedächtnis bleiben. Satanic Bible wäre interessant, aber... Äußerst interessant! Äußerst interessant! Ups. Im Vergleich zu diesem Raum hier gerade, der ist nämlich gar nicht interessant. Muss ich ehrlich gestehen. Okay.
Puh, so weit, so gut. Ich würde sagen, der Knochen, der Knochen hat gerochen. Steht hier? Er stinkt. Oh Gott. Das Aufladen dauert jetzt auch Jahre. Geh mal weg. Ich sollte mir nicht mehr so viel entgegenkommen jetzt. Aber wenn er erstmal losfliegt, dann macht er auch Schaden. Also wir brauchen auf jeden Fall ein paar Tiersets. Schaut ihn euch an. Mit seinen schwarzen Tiers, die er vor sich gibt. Das sieht irgendwie cool aus. Oh mein Gott! Nein! Nein! Oh, er rotiert um ihn herum. Natürlich rotiert ihr um ihn herum. Ich sollte vielleicht trotzdem versuchen zu schießen. Oh, oh. Ich war gerade so überfordert mit diesem Raum, aber ich habe das Gefühl, ich erzähle euch da nicht allzu neue Dinge, wenn ich das sage. Denn mein Gott, lief das nicht gut. Wir können jetzt auf jeden Fall die zwei Goldtruhen aus dem Cursed Room mitnehmen. Ist da etwa unser geliebtes Duplo-Item? Ich meine, Diplopia. Sie ist auch Diplopia, oder? Ja, yeah, Diplopia. Oh, das ist ein starkes Item. Ob ihr es glaubt oder nicht. Damit können wir direkt irgendein Item duplizieren. Am besten ist es natürlich, wenn wir dabei einen Cursed oder einen Devil oder Angel Deal haben. Aber wisst ihr was? Wir werden sehen, was wir bekommen. Also ich wünschte, ich hätte einen Solar. Ey! Ey! Ich wünschte, ich hätte einen Solar mehr gerade. Von Pills and Aiden. Das Problem ist, wenn ich jetzt so einfach zum Boss gehe, werde ich wahrscheinlich einfach Schaden nehmen oder das wäre nicht gut für mich. So, wo? Ich glaube, wir haben nur eine Möglichkeit, wo hier der Secret Room sein kann. Das ist eine seltsame Ebene. Ich glaube, er kann nur hier oben sein. Hä? Okay, was? Okay, wo kann der Secret Room auf... Was? Da sind überall, Zwischenräumen sind überall nur schmale Räume und dann schmalen Räumen kann... Oh, das ist auch ein schmaler Raum hier. Oh, er ist neben... Nein. Ich habe absolut keine Ahnung, wo er sein könnte. Wir nehmen auf jeden Fall die mit. Hervorragend. Oh, das ist ein unsichtbarer Freund. Ich wünschte, ich hätte ein Herz bekommen gerade. Das wäre echt cool gewesen. Ich kann auch so damit leben. Einfach Abstand halten, wenn das passiert. Joho, joho, wenn der Haken kommt, bin ich anderswo. Kann mir jemand sagen, woher dieses Zitat stammt? Das ist SpongeBob-Referenz, die verstehe ich. Ich hasse es immer, wenn jemand irgendeine dumme SpongeBob-Referenz macht, wie zum Beispiel Mayonnaise ist auch Instrument. Und irgendjemand ist immer da und sagt, haha, lustige SpongeBob-Referenz, die verstehe ich. Jeder versteht sie! Dieser dumme Spruch wurde seit ungefähr 10 Jahren, da habe ich es im Internet mitbekommen, viel zu oft und ständig wiederholt. Jeder versteht diesen Joke. So, als was Besonderes wäre. Wir machen nochmal. Oh mein Gott, komm schon. Das war jetzt aber nicht nötig. Das gefällt mir gerade gar nicht, aber ja, wir schaffen das. Seht ihr? Wir schaffen das. Einfach immer schön entspannt bleiben. Das war guter Schaden. Oh, das lief gut. Wenn ich das einfach mal so sagen darf. Das ist absolutes Desaster, ehrlich gesagt. Ich könnte zweimal gratis Fliegen mitnehmen, aber... Wie wäre es mit Nein? Das Problem ist natürlich, dass wir jetzt auf der nächsten Ebene keinen garantierten Angel Deal haben. Aber die Sache ist, ich kann einfach gratis Devil Deals mitnehmen mit Diplopia. Und das muss ich versuchen, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Auch wenn Angel Deals natürlich ressourcentechnisch sinnvoller wären. Ich meine, es gibt ein Item, welches ganz klar... Oh, die Mitte ist unbekannt, aber... War das nicht Daddy Longlegs? Nein, das ist Daddy Longlegs. Okay, ich dachte kurz, wenn nicht. Ich glaube, das Problem ist, wenn ich in dem Itemraum dupliziere, kann ich trotzdem nur zwei Items mitnehmen. Ist alles ganz komisch. Ich will auf jeden Fall lieber so duplizieren, dass ich zwei Items dupliziere. Dann quasi vier mitnehmen kann, wenn ihr versteht. Wir können natürlich gratis in diese Räume hier rein. Sollte ich nicht vergessen.
Amnesia. I found pills. Wir lassen ihn ein bisschen Schaden nehmen beim Rausgehen. Amnesia ist natürlich absolut fantastisch. Ich habe das Spiel übrigens sehr. Ich habe es ein bisschen gespielt. Fand scheiß beängstigend. Das war, keine Ahnung, als ich es gespielt habe zu der Zeit, war das Spiel war zu gruselig für mich. Ich weiß nicht, ob es heute anders wäre, aber da ist jetzt auch das Problem. Ich mag die Idee von Horrorspielen, aber ich hasse es, dass sie immer irgendwelche nicht guten Adventures sind, denen man irgendwelches Zeug finden muss. Man läuft hin und her und man denkt sich dann, keine Ahnung, was das Spiel gerade von mir will. Ich finde das nicht gruselig, ich finde das ehrlich gesagt nur nervig und das finde ich immer ziemlich nervig. Dementsprechend spiele ich sie ungerne. Der Grund ist nicht mal die übliche Jumpscare-Kritik, auch wenn sie natürlich relativ nervig sind. Wobei ich aber gerne mal einen Silent Hill-Teil spielen würde. Ah, nein! Ich kann nicht so schnell meine Knochen schwingen. Ich glaube, sowas wie Silent Hill würde mir gefallen. Wir hatten irgendwo noch ein halbes Herz. Das war, glaube ich, in den Stacheln drin. Oh, da ist eins. Nehmen wir das mit. Und ja, ich dachte, das sollt ihr wissen. Und ich weiß. Irgendjemand wird gerade den Kommentar vorbereiten. Oh, es wäre echt cool, wenn du eine Videoreihe dazu machen würdest. Das wäre es, aber wir werden es nicht machen. Ich habe nicht vor, irgendein Silent Hill Let's Play zu machen. Es tut mir leid. Aber ich würde vielleicht gerne mal, das will ich vielleicht mal im Stream machen, Dementium durchspielen. Das war dieses... oh Gott, das war... Ich habe es mal in einem Stream, in dem ich 20 verschiedene DS-Spiele für jeweils 10 Minuten gespielt habe. Und da habe ich da eins davon gespielt, zwar dieses First-Person-Horror-Spiel auf dem DS. Und ich glaube, das würde ich, das oder Teil 1 davon gerne mal durchspielen. Scheint dann relativ cool zu sein. Okay, hier unten ist der Raum. Mal schauen, wie es laufen wird gegen den Boss. Die soll auch nur so 4 Stunden gehen, das heißt, das wäre auf jeden Fall ganz cool. Kann ich eigentlich mit dem Knochenmarang das Zeug holen? Nein, okay. Ich würde sagen, im schlimmsten Fall halte ich Abstand und lasse der die Longlegs den ganzen Kampf clearen. Das war jetzt das erste Mal, dass ich keinen Schaden genommen habe in diesem Kampf. Okay, Speed-Up ist in Ordnung. Speed-Up ist absolut in Ordnung, vor allem wenn ich auf Nahkampf gehen will. Da werde ich mich darüber nicht beschweren. So, dann brauchen wir das weiße Feuer und dann gehen wir in den Lost-Modus. Ich würde fast sagen, wir werden dann direkt den Boss nochmal mitnehmen. Denn es gibt keinen Grund, ihn nicht mitzunehmen. Und ja, wir werden nach wie vor die Diplopia weiter sparen. Und oh mein Gott, ich sage es euch, in diesem Lost-Modus fühle ich mich so viel sicherer, seit wir Holy Mantle dafür freigeschaltet haben. Ganz netter Nebeneffekt davon war, dass ich ja den Greed-Mode mit ein paar Charakteren geschafft habe, beziehungsweise die Greedy-Air-Mode. Das heißt, ich muss ihn mit nicht mehr allzu vielen Charakteren machen. Ah, ich mache den Greedy-Air-Mode echt nicht so gerne. Aber ich denke, au. Damit bin ich nicht der einzige Isaac-Spieler da draußen. Mein Greedy-Air-Mode ist okay, aber mit jedem Charakter machen? Komm schon. Warum ist die erste Ebene immer so schwer? Aber das ist mein klassischer Kritikpunkt, den ich jedes Mal bringe, deswegen werde ich aufhören, darüber zu reden. Oh, warte, ich kann die Bombe jetzt gleich dann direkt mitnehmen. Sobald ich herausfinde, wo ich hingehen muss. Ich glaube, ich gehe gerade in den komplett... Oh, wir müssen eh noch in den Goldraum. Wo ist der Goldraum? Ich bräuchte eine Karte hier gerade. Also, mir gefällt der Typ nicht. Oh mein Gott, Daddy Longlegs. Du erleichterst unser Leben. Ich wünsche, ich könnte in den Boss-Challenge-Room rein, wenn man lost ist, aber... Wahrscheinlich wird das zu einfach, aber ich denke, es wäre angemessen, ehrlich gesagt. Und noch eine Bombe. Wir können auf jeden Fall in die Mines dann direkt rübergehen. Das wird absolut kein Problem. Aber ja, Dingens, Dementium. Das werde ich vielleicht irgendwann mal im Stream oder so spielen. Oder so als Videoreihe, ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, ob es dafür funktionieren würde. Das Problem ist, das Spiel, man spielt es halt auf dem DS. Davon habt ihr sicher gehört. Und man spielt es wie Metroid Prime Hunters. Das heißt, man bewegt sich mit den Steuerungstasten umher, aber man dreht sich mit dem Touchpad. Das heißt, man muss es so, muss es ganz seltsam in der Hand halten und das ist ein bisschen unangenehm. Ganz vorsichtig. Oh oh. Daddy! Dankeschön! Tornfoto. Das könnte ich natürlich duplizieren, aber na, ich warte noch auf eine bessere Gelegenheit. Auch wenn das natürlich ziemlich gut war, ja.
als ein zusätzliches Pickup. Das Problem ist jetzt, ich muss noch den Spiegelraum finden. Ich glaube, der war hier unten. Ich lag absolut richtig. Puh. Und ja, das Spiel liegt nicht gut in der Hand und ich mache mir ein bisschen Sorgen, ob ich der Lage sein würde, es überhaupt über längere Zeit zu spielen, denn es tut ein bisschen weh. Meine Hände sind ein bisschen zu groß dafür. Also ich bin super langsam unterwegs in diesem... Das ist auch nicht, wo ich hin will. Oh mein Gott. Diese Amnesia-Pille war nicht gut für mich. Wir befinden uns zurecht. Ich könnte für den Schlüssel zwei Bomben nehmen. Ich glaube, ich will lieber den Schlüssel behalten, ehrlich gesagt. So weit, so gut. Oh, und mein Trockner ist fertig. Ihr könnt ihn nicht hören, aber glaubt mir, ich kann es hören. Vorhin war er fertig. Ich bin rübergegangen, dachte ich mir, oh, warum ist das Zeug noch alles feucht? Wie sie herausgestellt hat, war dieses eine Wasserteil voll. Könnt ihr das vorstellen? Unglaublich. Fehlen einem die Worte. Und da ist ein Tinted Rock. Da fehlen mir ebenfalls die Worte. Das Problem ist halt, dass ich nicht ganz weiß, wozu, zu welcher Kategorie diese Ebene hier zählt. Das fällt mir immer schwer einzuschätzen, aber Matchbook ist okay, schätze ich. Also auf jeden Fall nicht gut. Maximal okay. Warte, habe ich? Ich versuche gerade zu überlegen, welchen Charakter ich... Ich weiß, ich werde, glaube ich, gleich mal googeln, was die Symbole sind. Ich könnte mich schwören, dass ich eher Mother gemacht habe mit diesem Charakter. Ich kann mich nicht ganz daran erinnern, dass ich irgendwie im Fernkampf mich einem Gegner richtig gestellt habe. Beziehungsweise einen von den Bossen mit diesem Charakter. Doch, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe Mother gemacht damit. Ja, das ist auch das Messer-Symbol. Aber lass mich kurz googeln. Repentance Symbols. Komm schon. Oh, da findet man wieder... Findet man wieder irgendwelches, Bibelzeug. Das passiert erschreckend oft. Dass man nach irgendwas von Isaac sucht, man bekommt irgendwelche Bibelsachen. Also man denkt sich, das ist nicht das, wonach ich gesucht habe. Okay, das Messer ist Mother. Okay. Okay. Messer ist Mother. Gut zu wissen. Das bedeutet, oh, ich habe übrigens auch eine neue Mod installiert, die könnt ihr nicht sehen. Die ist, dass man die Planetarium-Chance angezeigt wird. Das bedeutet aber, wir werden auf jeden Fall gleich, wir werden gleich den Goldraum auf dieser Ebene skippen, damit wir ihn auf dem Rückweg dann mitnehmen können und damit wir eine gewisse Planetarium-Chance haben, denn Planetarium mitzunehmen wäre schwer in Ordnung, ehrlich gesagt. Das würde uns irgendwann weiterhelfen. Ihr habt Kreuze als Augen, das heißt, ihr macht die Kreuzexplosion. Aber ja, wir werden versuchen, das mitzunehmen. Das heißt, wir werden auf der Ebene mal den Goldraum skippen. Den kann ich dann auf dem Rückweg mitnehmen. Ich weiß übrigens noch nicht ganz, wie ich am besten den Kampf gegen The Beast und die anderen Reiter am besten machen soll mit der Apollyon. Ist nicht Apollyon. Wer ist dieser Charakter? Oh ja. Der Forgotten. Ich meine, er trägt den Namen von meiner Seite aus nicht ohne Grund. Denn ich vergesse seinen Namen regelmäßig. Wisst ihr was? Es soll auch nicht unser Schaden sein, wenn wir einfach noch dieses Messer mitnehmen, das dann zusätzlich auf den Gegner losfliegt. Ich denke, ich sollte eine Chance, dass ich mit der anderen Form gegen ihn ein bisschen Schaden mache, aber ich weiß ja nicht. Also ich würde jetzt gerne übrigens noch ein halbes Herz irgendwo mitnehmen. Denn ich würde nur äußerst ungern eins meiner Bone Hearts verlieren. Ich würde fast so weit gehen zu behaupten, dass ich sie sehr gerne behalten würde. Naja, komm schon. Okay. Puh, hat jemand ein halbes Herz für mich? Kann nicht so schwer sein. Jemand muss doch ein halbes Herz haben. Das ist kein halbes Herz, das ist eine Bombe. Hier, eins. Da bekommt man irgendwie nur super selten Herzen raus. Beziehungsweise sollte besser sagen, dann kommen die das raus, was man rausbekommen will. Ich gönne mir mal eben eine Bombe hierfür. War es nicht wert. So wie jedes Mal. Secret Room ist nicht hier. Secret Room wird dann da rechts irgendwo sein. So, wir können auch in den Shop gehen. Wir wollen den Automat in Luft sprengen. Nicht den Bombenbagger, denn der Bombenbagger, wenn wir den in Luft sprengen, werden wir ein Problem bekommen. Aber genauso wie ich generell gerade ein Problem bekomme, wenn ich
Ganz vorsichtig. Wenn ich nochmal Schaden nehmen werde, dann werde ich einen Bonehard verlieren. Und das wäre nicht gut. Oh nein, das ist... das ist nicht gut. Das Item mag ich nicht. Options, Fragezeichen. Das mag ich nicht sonderlich. Okay, dann würde ich sagen, ich werde drüben noch eine Wheel of Fortune Schiene platzieren. Und dann nehmen wir den Secret Room mit und dann ist es Zeit für den Boss. Ich meine, dieser Run ist wieder unsagbar langsam, aber das ist okay. Das ist okay, solange er halbwegs sicher ist. Muss man manchmal das Risiko eingehen, ein bisschen länger dafür zu brauchen. Oh, das war ziemlich gute Ausbeute. Das ist sogar hervorragende Ausbeute. Was? Waren 15 Cent oder so drin. Haben wir noch den Super Secret Room unter Umständen? Ich werde es versuchen. Nein. Okay, dann gehen wir rein. Es wäre an sich jetzt ein bisschen nervig, aber oh, ich kann mit dem Knochen an dich ran. Und der die Long Legs macht auch eine Menge Schaden. Das erleichtert soweit einiges an diesem Bosskampf. Auch wenn ich Angst davor habe, dass sie irgendwann eine Brimstone macht. Jetzt zum Beispiel. Au! Oh, er macht ihn ja nicht. Oh, er macht ihn. Oh, komm schon. Ich war so sicher, dass er ihn direkt vor sich macht. Aber er macht ihn zu den Seiten. Oh. Das ist nicht gut. Ich meine, es ist an sich gut. Das Problem ist nur, will ich dafür mein Duplo-Item weglegen? Auf gar keinen Fall. Wenn wir neben dem Feuer stehen. Ich merke gerade den roten Engel, dass mein Damage auch gar nicht mal so gut ist, wie ich mir das wünschen würde. Ich bin immer noch nicht gut darin zu erkennen, in welche Richtung er sein Zeug abfeuert, aber ich werde besser, ich versuche immer einfach den Winkel zu wählen, wo keiner von beiden mich trifft. Das ist so meine Taktik dafür. So, was, wenn ich jetzt einfach das mitnehme? Oh, die stacken miteinander. Okay. Das ist gut. Das bedeutet, wir können das Buch mitnehmen und gleichzeitig noch Diplopia behalten. Diplopia. Das ist das Item. Soul Heart und Tier Sub. Wir haben auf jeden Fall eine Menge Tier Subs bekommen, was gut ist. Ah, und ich denke, ich werde direkt weitergehen. Ja, ja, doch, doch, das klingt sinnvoll. Das Wichtige ist natürlich, wir müssen nach Ash Pit abhauen. Wir sollten dann nicht weitergehen. Was ganz gut ist, denn nach Ash Pit beginnt der Teil, wo ich dann... Oh, komm schon, wir haben so viele Soul Hearts. Nach Ash Pit beginnt sowieso der Teil, wo man dann eine Menge Herzen abgeben muss. Das ist immer ganz unangenehm. Feuerrate ist trotz Dingens ziemlich okay. Die Range ebenfalls. Da ist auf jeden Fall eine Menge Potenzial und... Ja, warte, warum ist meine Planetarium-Chance immer noch bei 1%? Okay, ernsthaft, warum ist meine... Mach das bitte nicht. Ich mach die Bombe nicht. Warum ist meine Planetarium-Chance bei 1%? Ich hab doch... Ich habe doch extra keins mitgenommen. Sollte ja nicht ein bisschen höher sein? 15% oder so? Oder 20? Ich glaube, ich sollte bei 20 sein. Das ist jetzt gar nicht mal so cool von dir, Spiel. Ich werde drüber hinwegblicken. Weil ich die Schatzruhen gratis aufmachen kann. Das hat sich gelohnt. Ja, es gibt keinen Grund, dagegen spricht, den mitzunehmen. Ein schwarzes Herz in rotes Herz konvertieren. Yes! Oh, das ist gut. Das ist gut. Wir haben gerade eine Menge Herzen bekommen. Und unser und wir haben ein kleines Transformers Baby, was auch ganz cool ist bestimmt. Nicht, dass ich mit Transformers jemals was am Hut hatte, aber dennoch. Sieht cool aus, optisch. So darf ich mich auch erfreuen. Und ja, dieser Konverter war ziemlich gut. Die Frage ist natürlich, sollte ich ihn beibehalten? Und ich glaube, die Antwort ist definitiv ja. Was soll ich sonst mit dem dummen... Oh ja, warte, ich kann... ich muss mich entscheiden, ob ich Plopia oder das andere beibehalten will. Das ist nicht gut. Oh, schauen wir erstmal hier rein. Oh, cool.
cool, cool, cool. Au! Jetzt haben wir das überlebt hat. Dann haben wir ein paar Geister. Ich glaube, ich gehe mal eben in den Modus, um ein bisschen feuern zu können. Mit der Begleiter noch ein bisschen mitfeuern, denn der scheint aktuell ziemlich stark zu sein. Dann haben wir noch Geister. Da ist noch einer. Ich mag die Geisterwelle nicht, die dauert einfach Jahre. Oh mein Gott, das ist super stark gerade. Der Begleiter mit seinen... Sind das Fruitcake-Tiers? Das sind nicht wirklich Fruitcake-Tiers. Die gibt einfach nur wirklich starke Tiers von sich. Also wirklich viele von diesen... Nennen wir es... Sind das Holy-Tiers? Komisch mit dem Strahl von oben. Von denen gibt er echt viele von sich. Ganz vorsichtig. Wir wollen ja keins von uns in roten Herzen verlieren. Und das erhöht die Planetarium-Chance um 15%. Das ist gut. Wir wollen hier rein. Ich meine... Ja, doch. Wir wollen zwei davon mitnehmen, denke ich. Weil ich weiß sonst echt nicht, was wir sonst bekommen werden. Oh, es hat nur das eine hat was gebracht. Ach, nur das eine hat was gebracht. Natürlich hat nur das eine was gebracht. Ach. Komplette Zeitverschwendung. Oder komplette Verschwendung von Diplopia. Ich bin etwas enttäuscht, muss ich ehrlich gestehen. Ich hätte mir da mehr erhofft. Ich meine, das Item ist gut, aber es hat nur einmal was... Oder hat es nur einmal was gebracht? Ja, doch, hat es. Dafür können wir den Konverter mitnehmen. Und der ist für sich auch erstmal nicht zu verachten. Und ich denke, ich kann an dem Punkt auch einfach... den Goldraum wieder mitnehmen auf der Ebene. Au. Pretty Fly, ziemlich gut. Amnesia, ziemlich schlecht. Das würde ich gerne nicht mitnehmen. Aber ja, wir wollen das ja auch noch mitnehmen. Sollte ich auch nicht vergessen. Okay. Vielleicht über den Schalter. Das ist Nummer 3. Oh, ich habe da drüben noch einen Soulard. Ach ja. Yeah. Als ich die Ebene betreten habe, hatte ich so viele Soulards, dass ich immer mal welche mitnehmen konnte. Die Zeiten liegen hinter uns. Ich bin so enttäuscht, dass dieses dumme Item nicht stackt. Warte, ich habe gar nicht alle drei Schalter aktiviert. Komisch. Ich bin wirklich enttäuscht. Ich meine, ja, es hat, gibt nur prozentualen Damage-Bonus, aber dennoch. Das war nicht cool. Ups. Oh nein, ich habe ein Herz verloren. Oh, Schreck. Ich hoffe, das wird mir nicht nochmal passieren. Okay, ich sollte es auch nicht übertreiben mit dem Schaden nehmen. Auch wenn ich gerade dazu neige, es zu machen. Dann kann ich meinen Charakter wechseln, das will ich nicht. Robo Baby 2.0. Robo Baby 2.0, ich würde sagen, das ist sagenhaft schlecht. Wahrscheinlich bringt es nicht mal was, wenn man die Conjoint-Transformation will. So wie alle mittelmäßigen Begleiter, die man so haben kann. Hm, einfach fantastisch. So, was, wenn ich eigentlich rüberwechsle? Okay, ich bekomme ein Herz dazu, aber die Herzen werden nicht aufgeheilt. Ich dachte, vielleicht wäre ich aufgeheilt oder so. Aber ich denke, lebenstechnisch sind wir mit, Forgotten und dem Converter wirklich gut dabei. Ich habe sogar so ein kleines Diplopia, Orbital dank dem Buch. Mit Bethany soll ich wahrscheinlich auch noch mehr Runs machen. Die habe ich gefühlt auch echt nicht viel freigeschaltet. Mit gefühlt meine ich, ich habe mit ihr echt nicht viel freigeschaltet. Das ist kein Gefühl, das ist einfach nur ein Fakt. Okay, Knife Piece Nummer 2. Auch wenn wir es nicht wirklich brauchen. Yes. Auch wenn wir es nicht wirklich brauchen. Au. Auch wenn ich es nicht wirklich brauche. Es ist zusätzliche Angriffskraft und über die hat sich bisher noch niemand beschwert. Ich zumindest nicht. Irgendjemand bestimmt. Das ist einfach zu stark. Ich habe keinen Spaß mehr mit diesem Spiel. Ich habe den Run aufgegeben, weil er zu stark war. Ich meine, solche Leute existieren. Sie lieben die Herausforderung.
Ich nicht. Ich liebe es zu gewinnen, aber ich liebe nicht die Herausforderung. Die Frage, warum ich das Spiel überhaupt spiele. Ich weiß es nicht. Ja. Und? Soll nicht eine Brücke entstehen oder so? Wir nehmen es so mit. Okay. Ja, gut. Nehme ich. Akzeptiere ich. Ich denke nicht, dass er nötig gewesen wäre, aber warum nicht? Und wir haben es geschafft. Sehr schön, würde ich fast meinen. Ich weiß natürlich... Oh, ich kann in den Challenge Room gar nicht rein. Das ist ein Boss-Challenge Room. Lass mich nicht einfach so rein. Muss man schon was für machen, wenn man da rein will. Ich denke, dann gehe ich einfach weiter. Und wir sollten auf der nächsten Ebene noch eine okaye Planetarium-Chance bekommen. Aber mal schauen. Und oh, ich hätte das auch einfach so mitnehmen können. Oh, ich hätte auch einfach rüberfliegen können. Ah, es gibt so viele Dinge, die ich immer vergesse mit dem Charakter. Er ist halt auch wirklich... Er ist ein bisschen kompliziert, muss man sagen. Und jetzt sind wir in... Dank Depths 2. Okay. Das wollte ich sehen. Und ich habe mich gerade an Ace of Clubs erinnert. Und ich habe noch eine 16%ige Planetarium-Chance. Warum auch immer sie nicht gestiegen ist, als ich den einen Goldraum ausgelassen habe. Dass ich... Ich weiß nicht ganz, was damit auf sich hat. Irgendjemand wird es bestimmt erklären können, aber... Wahrscheinlich ist es einfach nur ein bisschen buggy teilweise. Kann das sein? Oder zählt es nicht, wenn man nicht auf den Basic-Ebenen ist und davon einen Goldraum auslässt? Muss bestimmt irgendwie sowas in der Richtung sein. Bin auf jeden Fall nicht zu sehr, nicht zu begeistert davon. Hm, schauen wir noch mal hier rein. Mensch, das ist ja cool. Bin ich ja froh, dass wir hier rein sind. Ich meine, ich brauche sowieso nicht mal allzu viele Schlüssel für den Rest des Runs, aber dennoch. Dennoch, das hätte besser sein. Au. Hätte besser sein können. Ist einfach mich reingerollt. Hab ihn gesehen? Wie ein Wilder. Natürlich nicht vergessen, dass ich das machen kann. Auch nach Tinted Rocks offen halten und es kann essentiell nichts schief gehen. Na, komm schon. Soll ich eine bessere Gelegenheit jemals bekommen, werde den einzusetzen? Vielleicht, wenn ich voll geheilt bin oder so. Und Daddy Longlegs natürlich. Stiller, stiller Carrier des Runs. Ace of Hearts. Interessant. Äußerst interessant. Wir können leider nicht viel damit anfangen. Ich mag den Gedanken daran, aber mit Forgotten kann man auch an, Sacrifice Rooms nicht wirklich viel machen. Swallowed Penny. Mein... Wäre bestimmt nett, aber wofür? Oh, das ist eine Ausbeute. So, Goldraum. Es ist ebenfalls okay. So ein bisschen. Das ist ziemlich okay. Nehmen wir mit. Wir bekommen Seraphim. Damit kann ich fliegen. Nein, ich habe Conjoint bekommen. Oh mein Gott, ich habe jetzt drei Knochen, die ich... Höre Angel, die du Chance. Klar. Nein, das bringt mir überhaupt nichts mehr. Nein, hör auf, das, mitzunehmen. Ich hab nichts mehr übrig dafür. Wir bekommen keinen Angel Deal mehr im Laufe des Runs, aber... drei Knochen, die ich ab... Das ist ziemlich gut. Das ist schlicht und ergreifend ziemlich gut. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ist einfach nur wirklich gut. Schau ich den Damage an. Ich weiß nicht, ob er wirklich hoch ist, aber... Sollte dreimal so hoch sein wie davor. Das ist quasi... Was ich jetzt bekommen habe für diesen Charakter, ist einfach ein Triple Shot ohne irgendwelche Nachteile. Humbling Bundle. Nicht wirklich, was ich mir gewünscht hätte, aber okay. Nehmen wir das noch mit und wir tun der Donation Machine mal wieder was Gutes. Das Geld wird uns sonst nichts mehr bringen. Okay. Kein Luck abbekommen, aber ich wollte auch gar keins. Oh, mein Begleiter ist ein kleiner Geist. Bist du der Kleine? Bist du der Inky Binky oder der Clyde? Okay, kann sich später entscheiden. Ich frage einfach später nochmal. Ja, ich glaube, ich bin soweit ziemlich zufrieden mit dem Charakterbild. Was, wenn ich die Knochen... Okay. Die fliegen auch mehr oder weniger noch... eher weniger in eine Richtung. Wir müssen auf jeden Fall aber noch irgendwie den Damage erhöhen im Idealfall.
Das wäre ganz gut. Denn der scheint aktuell noch etwas problematisch zu sein. Ich habe das Gefühl, der wird nicht reichen, um gegen The Beast und Dogma und die Reiter anzukommen. Er ist nicht so weit davon entfernt, aber er ist auf jeden Fall nicht da. Und ich habe die Warp-Karte nicht mitge... Wo ist die Warp-Karte? Warp-Karte! Wo bist du? Sollen noch irgendwelche Gegner einfach zu Herzen machen? Könnte ich eigentlich am Sacrifice Room... Wir haben kein Sacrifice Room. Okay. Hat sich das so weit erledigt? Aber wir können aber hier versuchen, am Demon Judgment zu spielen. Was passiert, wenn ich das versuche? Ich verliere dann nur... Ach ja, Moment. Das ist dumm. Ich weiß nicht, was wir lassen das. Wir lassen das. Das scheint mir nur sehr riskant zu sein. Wo ist die Warp-Karte? Ich will jetzt nicht ganz nach oben gehen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, ich muss. Ach. Ich habe echt die Augen daran. Oh, er könnte vielleicht im... Kann es im Challenge Room sein? Das wäre ein bisschen unfair. Wir könnten ihn aber auch mal auszahlen lassen. Ich glaube, die ganzen Bomben werde ich sowieso für nichts mehr brauchen. Doppeltes Herz. Ein paar Münzen. Hat er irgendwas gegeben? Ich kann es schwer erkennen. Komm schon. Komm schon. Ich brauche keine Münzen. Yes! Nancy Bombs! Random Bombeneffekte. Es ist nicht wirklich so gut, aber es kann uns weiterhelfen unter Umständen. Ich meine, ich glaube nicht zu 100% daran, aber es könnte. Aber ja, ich bin nicht überzeugt. Oh, da ist er. Eine langsame Bombe. Können wir dann wirklich Ace of Hearts noch irgendwo... Ich weiß aber auch nicht, wo ich es einsetzen könnte. Ja, immer. Nehmen wir das mit. Und gehen weiter und schauen, was wir noch bekommen. Wir haben auf jeden Fall eine okaye Deal-Chance an der Stelle. Sie ist nicht gut, aber sie könnte schlechter sein. Ich habe so viele Herzen hier rumliegen. Ich werde schaden, indem ich über die Stacheln laufe. Dann werde ich einfach nur meine Herzen verlieren. Und das wird nicht gut sein. Ich werde noch überlegen, ob ich bei Demon Judgment noch spielen will, okay? Ja, das ist der Damage. Ist nicht wirklich so gut, halt Damage, ehrlich gesagt, aber... Das ist auch nicht verkehrt. Wir geben so oder so ab, was wir bekommen. Tinted Rock. Kein Tinted Rock zu sehen. Hauen wir ab. Weil es gibt ja plus 7 Damage. Warte, ein Damage ab macht sich so stark bemerkbar mit meinen Multiplikatoren. Ich meine... Habe ich das Gefühl, ich weiß, was ich noch machen muss in diesem Run. Wir sollten definitiv noch an zum guten alten Freund der Demon Judgment spielen. Auch wenn ich beim Rübergehen eventuell Schaden nehme, aber... Das ist okay. Oh, man verliert die Herzen dadurch gar nicht. Äußerst interessant. Äußerst interessant. Komm schon. Ja, ist jetzt auch nicht so gut. Judgment. Können wir damit? Okay. Machen wir erstmal den Judgment. Je nachdem, was der spawnt, kann ich dann noch zu Herzen machen mit Ace of Hearts. Später. Also nicht einfach aufheben, sondern... Breakfast ist... Okay. Es ist nicht wirklich gut, aber es ist okay. Beziehungsweise, es bringt mir in diesem Run jetzt echt nicht viel, aber ich muss ein Damage-Up bekommen. Das eine Damage-Up von dem Negativ hat einfach 7 Punkte gebracht. Komm schon. Komm schon. Mach uns doch nicht schwach. Er macht uns schwach. Hier ist ab. Bringen wir nichts. Bad Gas. Okay, ich habe da oben noch ein rotes Herz herumliegen. Im Shop. Ein doppeltes.
Ich mache mir nicht so viele Sorgen, dass ich... ich sollte das alles noch hinbekommen, wenn ich voll mit Ace of Hearts. Ich müsste ihn einfach nur zum Auszahlen bekommen. Contract from below. Das war es auf jeden Fall wert. Auf keinen Fall. Ein halbes Herz. Was soll's. Das war's nicht wert. Aber okay. Aber okay. Wir haben auf jeden Fall noch einen Goldraum, der uns bevorsteht. Oh, fantastisch. Das war guter Damage soweit. Wir haben noch einen Goldraum, der uns bevorsteht. Ich glaube, ich habe zu wenig Damage-Ups bekommen, ehrlich gesagt. Wenn ich einen Damage-Up irgendwo noch bekommen könnte, hätten wir kein Problem. Ich muss dafür irgendwo noch einen Damage-Up herbekommen. Oh, wir haben hier noch die Möglichkeit, was zu bekommen. Ja, yeah, wir haben ja auch noch einen Goldraum. Und wir können hier ein Planetarium bekommen. Ich wollte gerade sagen, ich lasse einfach Daddy Longlegs das machen. Und wir haben auch noch einen Shop hier. Ich vergesse immer, dass man noch in diese Ebene gehen muss. Ich vergesse immer, dass das eine Sache... Oh, dass das eine Sache ist. Das ist ziemlich gut. Ihr geht mal weg. Sterbt sowieso alle. Okay, wir können hier auf jeden Fall noch ein paar gute Dinge bekommen. Das weiß ich sehr zu schätzen. Au. Ich kann auch noch eine Menge Schaden nehmen. Das weiß ich nicht ganz so sehr zu schätzen, aber es ist Leben manchmal. Das ist manchmal das Leben. Lust. Nein. Speed up und Poison Touch könnte hilfreich sein. Ist es wahrscheinlich nicht, aber es könnte. Unter Umständen. Okay. Seht ihr? Manchmal denke ich dran. Manchmal. Nicht immer. Nur manchmal. Dass ich mich noch verwandeln kann. Komm schon. Planetarium. Wir haben nochmal 15% dich zu bekommen. Ich halte es immer noch für fake, dass ich bei der einen Ebene, als ich den Goldraum geskippt habe, dass mir es nichts an der Planetariumfront gebracht hat. Fürs Protokoll. Hm. Hm. Ja, vielleicht ist die Pille gut. Range up. Ist jetzt nicht schlecht. Ich weiß, dass das Ribbon mir, dass der Flatpen mir wahrscheinlich an sich mehr bringt, aber seien wir realistisch, es bringt mir beides extrem wenig. Oh oh. Okay. Lass mich hier mal eben rüberfliegen. Das, das. Und das Zeug von hier. So weit, so gut. Ich war im Cursed Room noch nicht. Das soll ich auf jeden Fall auch noch nachholen. Ich habe übrigens immer noch das Gefühl, dass dieser Run nicht in der Lage sein wird, The Beast zu besiegen. Uns fehlt halt einfach noch der Damage dafür. Ich weiß, dass es ein Klischee ist, von meiner Seite aus das zu sagen, aber es ist, wie es ist. Das ist ziemlich gut. Seven Seals oder All Stats Up? Ich denke, wir brauchen Seven Seals, ehrlich gesagt. Und wir haben noch eine Joker-Karte. Ich meine, das ist ziemlich in Ordnung soweit. Das ist sogar schwer in Ordnung, soweit, würde ich fast behaupten. Es wäre halt nur echt cool, wenn ich immer noch irgendwas bekommen will, das mein Damage eventuell erhöht. Das wäre schon echt hilfreich, aber eins nach dem anderen, eins nach dem anderen. Ich will auf jeden Fall nicht den. Fetch. Oh ja, ich habe mir sagen lassen, dass der Knochen gut ist, dass ich den mal mitnehmen soll. Der fliegt jetzt einfach durch den Raum und macht Schaden. Ich glaube, das ist das Ding von dem Knochen. Keine Ahnung, ob es guter Schaden ist, aber er macht auf jeden Fall Schaden. Wir feuern auf jeden Fall. Ich gebe auf jeden Fall inzwischen eine Menge Zeug von mir. Eventuell könnten wir doch ganz okay sein an der, Dingensfront. Mein Name einfach. An der The Beast besiegen Front. Gott. Manchmal fallen mir die Dinge einfach nicht ein. Hey, das waren Sad Bombs. Ich weiß, was ich gesagt habe, mir fallen manchmal die Dinge nicht ein. Mit Dinge meinte ich. Worte. Manchmal fallen sie einfach nicht ein, diese Dinge, die man sagt. So, was haben wir hier unten? Zieht rum. Yes. Nein.
Speed down. Das ist jetzt an dem Punkt nicht so wild. Ist noch was für mich? Nein? Diese weißen Kisten sind irgendwie immer eine Enttäuschung. Man denkt immer, oh ja, da könnte was drin sein, aber es ist nie was drin. Zumindest nie was Interessantes. Quest Room war auch ziemlich mies. Aber gut. Dann würde ich sagen, wir gehen einfach runter zu dem, was heißt, zu dem Boss. Zu dem Raum. Und schauen, was wir noch, ich meine, wir werden nichts bekommen. Wir werden einfach weitergehen. Wir haben kein Planetarium bekommen, was Ungutes. Aber uns steht doch ein Goldraum bevor. Dürfen wir nicht vergessen, auf dem Rückweg bekommen wir noch einen. Und ich glaube, man hat hier nochmal die gleichen Deals wie auf der Ebene, in der man hier war. Das heißt, wir hätten hier den gleichen wie in Mausoleum 2. Ich glaube, Mausoleum 2 hatten wir einen. Hatte ich einen nach Mom? Ich glaube nicht. Stairway könnte stark werden. Zu Beginn jeder Ebene sollte jetzt eine Leiter spawnen, der wir, die uns zum Raum bringt, in dem wir Angel Deal Items kaufen können. Ich weiß nicht ganz, ob das hierauf auch noch zutrifft, aber ich hoffe einfach mal. Und auch wenn es nicht klappt, würde ich sagen, es war den Versuch auf jeden Fall wert. Ich hoffe einfach, es trifft auch auf den Rückweg zu. Aber ich denke ehrlich gesagt nicht, aber wir werden sehen. So, den Goldraum hatten wir. Warum gehe ich hier überhaupt rein? Will ich Schaden nehmen oder so? Ist das meine Absicht? Wenn ich das will, dann bin ich hier auf jeden Fall auf einem guten Weg, um dieses Ergebnis zu erzielen. Oh, das Messer ist stark. Gut, gehen wir weiter und hoffen auf das Beste. Nein, Stairway to Heaven bringt nichts. Ah. Oh. Oh, habe ich den Tainted? Nein, ich habe Tainted-Dingens gar nicht frei. Ich hätte den Trinket irgendwo ablegen sollen in der Boss-Arena. Das hätte ich auch komplett vergessen. Okay, ja, wir bekommen, all die Dinge, die ich geplant habe, nichts davon geht auf, aber es war, ich denke immer noch, dass es ein Versuch wert war. Ich meine, wenn Stairway to Heaven geklappt hätte, das wäre so gut gewesen. Das wäre so gut gewesen. Das war jedes Risiko wert. Es wäre halt echt cool, wenn wir noch einen Damage-Up irgendwo bekommen hätten. Mann. An sich bekommen wir noch einen Goldraum. Also ist an sich noch ein bisschen was möglich, aber ich will mal nicht zu viel hoffen. Red Patch ist ziemlich gut. Vor allem bei längeren Kämpfen. Der erhöht nämlich den Damage. Wenn man Schaden nimmt manchmal. Das ist der Way to... Ich hab mein ganzes Geld ausgegeben und jetzt ist einer da. Oh ja, das ist eine Mod, die ich aktiv habe. Ich meine, Chance, um verwundbar zu werden, wenn wir getroffen werden. Wie können wir dazu Nein sagen? Und da ist ein kleiner Judgment. Geh weg. Oh Gott, mein ganzes Geld für Schwachsinn ausgegeben. Okay, wir müssen noch schauen, ob wir noch Geld auftreiben können auf dieser Ebene. Was nicht ausgeschlossen sein sollte. Wenn wir noch ein bisschen Geld bekommen, wäre das ziemlich gut. Ich glaube, ich werde nicht mehr wirklich was bekommen, aber oh, ich muss es versuchen. Ich muss es einfach versuchen. Wir können nicht anders. Oh ja, außerdem ist eventuell irgendwo noch... Oh ja, ich bekomme sowieso das ganze Zeug doppelt. Judgment. Wir sprengen ihn weg. Und bekommen dafür Infested. Oh ja, wir haben noch ein Demon Judgment. Äußerst interessant. Direkt die Unverwundbarkeit bekommen. Und mein Damage wurde um 11 Punkte erhöht wegen dem Dingens-Patch. Das ist ein Hierophant. Hierophant ist ziemlich gut. Agalas. Ja, brauche ich nicht wirklich. Komm schon. Der Schild ist wieder da. Der Schild ist wieder da. Okay, jetzt verlieren wir die Herzen langsam. Aber das ist okay. Komm schon. Gib mir noch ein Item.
Wahrscheinlich hätte ich irgendwann versuchen sollen, was aufzuheilen ab irgendeinem Punkt. Zugegeben. Das Problem ist, wenn ich Ace of Hearts drüber einsetze, wird bestimmt auch der Demon Judgment zu... Okay. Das ist gut. Komm schon. Gib mir noch das Item. Willst du mich beleidigen oder so? Was? Wie? Wie kann er einfach nicht auszahlen? Magician könnte gut sein. Ernsthaft? Wie geht das überhaupt? Hierophant? Hierophant ist natürlich fantastisch, soweit für uns. Amnesia-Pille? Ziemlich mies. Das heißt, wir werden sie mal eben hier hochlegen. Weiß auch nicht, warum ich gerade mein Zeug so managen muss, aber irgendwie... Entering a room with half a red heart, unless you get a little Steven. Hau mich jetzt nicht um. Das bringt uns auch nichts. Wir können auf jeden Fall den noch wegsprengen. Bekommen eine Speed-Down-Pille. Komm schon, da ist noch Unverwundbarkeit. Dankeschön! So, wie viel Damage bekomme ich davon? Oh, das ist der Nagel. Das ist das Spacebar-Item. Auch bekannt als ich kann es nicht wirklich mitnehmen. Weil es mir nichts bringt. Ja, das ist nicht gut. Wir haben auch kein Geld bekommen. Das ist überhaupt nicht gut, ehrlich gesagt. Das ist ziemlich schlecht gelaufen soweit. Aber wir haben es versucht und das ist gut. Jetzt gehe ich weiter. Ich hoffe, dass ich unterwegs nicht zu viele Bone Hearts verlieren werde. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich werde so einige verlieren. Oh Gott, der überlebt lange. Das ist nicht gut. Er sollte nicht so lange überleben. Okay. Okay, hatten wir hier? Ist auch nicht der Goldraum, den ich ausgelassen habe. Ich würde ehrlich gesagt gerne irgendwas noch finden. Irgendwelche, keine Ahnung, Münzen oder so. Das Problem ist, wenn ich jetzt dann... Oh Gott. Ich kann mir das ganze Zeug nicht leisten. Oh, das wäre so gut. Ich kann es mir nicht leisten. Wir müssen noch Geld bekommen. Ich wünschte, ich hätte das Geld nicht einfach für so viel Schwachsinn ausgegeben. Aber hey, ein Herz. Ist das nicht nett? Ich bekomme einen kleinen Geist, wenn ich eine Bombe in die Luft sprenge und so irgendwie. Und 2 Cent? Wir nähern uns der Sache. Meine Boss-Drops sind, meine Drops pro Raum sind immer vervielfacht. Das heißt, wenn wir da irgendwann mal was rausbekommen, wird sich das soweit für mich auch auf jeden Fall lohnen, aber dafür muss ich irgendwas als Boss, als Raumdrop bekommen. Und wir sind dabei gerade nicht, wir sind nicht gut dabei, da was zu bekommen aktuell. Das ist ein bisschen unvorteilhaft. Okay. Komm schon. Ich meine, ich glaube, es war ein Soulheart. Das heißt, das ist okay. Au. Wie gesagt, haben wir ein bisschen Schaden genommen. Okay, ein paar Münzen. Ein paar Münzen. Okay. Okay. Dann, in die Mainz 1. Mainz 1 waren das, wo ich ja den Goldraum geskippt habe, glaube ich. Sollte es zumindest gewesen sein. Yeah. Oh ja, die sind dann okay. Sind also ordentlich von Dingens betroffen. Orbital, when you get hit, attacks enemy. Ich meine, das ist halt passiver Damage. 22,5 Damage pro Sekunde. Common Cold ist ziemlich stark, aber... Fliege wird halt für mich angreifen. Ich glaube, ich will die Fliege, ehrlich gesagt, die Smart Fly. Au, was ist das für einer? Den habe ich noch nie gesehen.
Großer Fan übrigens davon, dass ich keine Herzen finde oder so. Ich zieh alles zurück. Ich zieh alles zurück. Komm schon, Geld. 4 Cent. Oh, wir können eventuell was kaufen. Wir können eventuell was kaufen. Deathkarte. Oh, ich auch nicht. Eventuell kann ich was kaufen. Geh mal weg. Oh mein Gott. Warum hält er so viel aus? Ich weiß nicht, dass er so viel aushält. Ah, hier ist Stairway to Heaven. Plus one charge when you get hit. Das ist ziemlich unnütz für uns. Also nehmen wir das mal eben mit. Und bekommen auf der nächsten Ebene noch ein Herz dazu. Ich denke, lass mal Daddy Longlegs ein bisschen die Arbeit erledigen. Oh, 4 Cent. Sehr schön. Oh, yes! Das heißt, wir können auf der nächsten Ebene nochmal versuchen, was zu kaufen. Ah, danach sind wir leider auch schon wieder, danach sind wir leider auch ganz durch. Das war dann wohl erstmal alles soweit für heute mit der Stairway to Heaven. Aber es ist noch alles möglich. Wir können auch was Gutes bekommen. Sogar relativ wahrscheinlich, dass wir was Gutes bekommen. Ich persönlich würde mich am meisten über den Wafer freuen, ehrlich gesagt. Denn wenn wir jetzt noch zusätzlich neben den ganzen Herzen, ich glaube, die Möglichkeit hätten, halbierten Schaden zu nehmen, wäre das ziemlich stark. Ehrlich gesagt. Okay, gehen wir weiter. Letzte Ebene. Ach Gott, der Typ. Ich glaube, ich sollte auch mal dran denken, dass ich auch die Knochen einfach werfen kann. Oh Gott. Okay, soweit so gut. Oh, klar, ja, warum nicht? Scheinbar war das ein Itemraum, in dem man zwei Items mitnehmen kann. Da haben wir wieder was gelernt, dass ich... Oh, wenn ich Bomben einfach so in den Gegner reinfallen kann, ist das tatsächlich übrigens ziemlich gut. Mein, ja, es ist besser als nichts. Wir können an dem noch ein bisschen spielen. Das heißt, vielleicht bekommen wir den kleinen Mann noch zur Auszahlung. Ich meine, das ist nett. Hey! Gut, ich denke, es gibt hier sonst nichts mehr für uns zu erledigen. Ich bekam noch ein kleines Damage-Up, was ganz angenehm ist. Ja, ich werde mich auf der Ebene nicht weiter umschauen. Wir haben komplett volle Leben. Wir hauen ab. Oh, es gibt noch... Weiß ich, es gibt noch eine? Oh ja, das waren die Mines. Oh nein. Oh nein. Ich habe mein ganzes Geld verschwendet. Egal. Ich werde jetzt mit Sacred Heart darin auftauchen. Ich werde sagen, oh nein. Es ist einfach immer so. Es wird auch dieses Mal so sein. Ich werde bis dahin auch kein Geld mehr bekommen. Eher das Stairway to Heaven, schauen wir nach. Ist okay. Ist okay. Mein Scapula ist nett, aber... Jetzt haben wir jetzt noch eine Ebene vor uns. Das bedeutet... Ich werde mal eben nochmal die Ebene clearen, denn wenn wir noch Geld bekommen, wäre es ziemlich gut. Und hier gibt es übrigens keine Secret Rooms mehr, falls irgendjemand die Frage stellt. Bisschen dumm, dass ich nicht dran gedacht habe, das Keypiece mitzunehmen, muss ich ehrlich gestehen. Sonst hätten wir direkt noch Tainted Character mitnehmen können, aber okay. Kein Tainted Forgotten für uns. Hier war der Damage auch wieder okay. Bad Gas ist mies. Das bringt uns ebenfalls nichts. Ich kann auf jeden Fall auf einem... Ich habe auf jeden Fall eine Menge Herzen, wenn wir zu den Bossen rübergehen. Das ist wirklich die Sache, welche mich am meisten zuversichtlich stimmt, gerade dass wir es eventuell schaffen können. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das am besten ansonsten machen werde. Wahrscheinlich sollte ich so einfach kämpfen. Ah, mal schauen. Mal schauen. Okay, wir haben 0 Cent bekommen. Ich will lieber die Death-Karte mit dem als Bad Gas. Nicht so, dass irgendwas da von mir irgendwas bringt, aber dennoch. Puh, okay. Wie lange geht der Run zwischen schon? Für eine Stunde? Mein Gott. The Runs gehen immer länger, als ich mir wünschen würde. Ich könnte schneller sein, aber... Ob ich gut genug dafür wäre, um schnell einen Run zu machen. Komm schon. Wer erwachsen? Wer lebt noch? Warum lebt er noch? Okay.
Ich weiß nicht, ob ich sonst jemals dazu kommen werde, die Death-Karte einzusetzen. Okay, bekommen wir noch ein rotes Herz irgendwo? Ich nehme das mit. Dann hätten wir noch einen kleinen Judgment. Ich mag den Gedanken, dass ich an ihm noch spielen sollte, aber gleichzeitig wäre es echt unnütz, glaube ich. Ihr solltet nicht vergessen, dass ich die Spectral Tears habe, die übrigens auch ziemlich stark sind. Das heißt, mit denen können wir eventuell gegen, gegen die größeren Bosse auch okay unterwegs sein, wenn davon dann direkt mehr als nur eine Träne trifft. Dann könnte das okay laufen. Stairway to Heaven. Wisst ihr was? Es ist besser so. Dieser Holy Brimstone, der wirkt immer so, als ob er super gut wäre, aber... Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass er auch oftmals einiges kaputt macht. Warum habe ich das jetzt überhaupt mitgenommen? Beziehungsweise ich wollte das weiße Herz noch mitnehmen, aber es gibt nicht welchen Grund dafür. Holy Brimstone ist nicht immer das, was man sich erhofft, was er ist. Nämlich gut. Also ich werde auf jeden Fall... Ich meine, wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich was Gutes von dem Judgment bekommen kann, aber... Wir werden noch versuchen, an ihm zu spielen. Au. Wurde ich gerade getroffen? Nein. Alles unter Kontrolle. Ja, das sind halt auch wirklich okay Tiers soweit. Ja, ja doch, 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 doch. Damit kann man arbeiten. Auch wenn der Damage nicht ganz so hoch ist wie in der Knochenform, aber... Ich glaube, gegen die anderen Bosse werde ich nicht so gut in den Nahkampf gehen können. Das sollte ich nicht vergessen. Wir sollten auf jeden Fall am möglichst nah an den Fernseher gehen. Und ich sollte versuchen, den Körper von Forgotten als Schutzschild zu verwenden. Auch wenn das natürlich leichter gesagt als getan ist. Okay. Ich gebe dir noch mein letztes Geld und dann schaust du, was du für mich hast und dann sind wir fertig. Was hältst du davon? Ich meine, okay, nehmen wir mit. Das bringt absolut nichts, aber... Weiß nicht, was ich sonst erwartet habe. Okay. Los geht's. Zeit für die Bosskämpfe. Und wir bekommen natürlich noch ein Item. Sollte ich auch nicht vergessen. Und zwei Bomben. Ich sollte die Bomben... Ich sollte auch versuchen, die Bombe im Kampf einzusetzen. Oh. Oh, wir haben die Hot Potato Challenge. Hey, was haltet ihr davon? Es war alles geplant von Anfang an. Schätzt das nicht. Es war alles geplant. Okay, dann machen wir meinen Lieblingsboss, bei dem ich nicht ganz weiß, wie ich ausweichen soll. Wird bestimmt gut gehen. So wie jedes Mal. Puh. Dogma. Ups. Ich wollte so eine Raketenbombe machen, aber... Jedes Mal sonst auch hat es nicht ganz geklappt. Oh ja, ich bin verwundbar gerade im Moment. Sollte das nicht zu sehr unterschätzen. Ich meine, Dogma ist auch unverwundbar, aber... Meine Verwundbarkeit ist besser. Also hier sollte ich auf jeden Fall in der Form bleiben. Wenn ich irgendwie überleben will. Außerdem, Shoutout an Daddy Longlegs, der uns auch durch diesen Kampf komplett carried. Daddy Longlegs ist viel zu stark. Ich würde meinen, dass sie ab irgendeinem Punkt das Ganze mal genervt hätten, aber naja. Auf gar keinen Fall würden sie das. Au. Oh Gott, ich weiß noch nicht, wie ich ausweichen soll. Ich mag das nicht. Ich mag das überhaupt nicht. Puh. So, bekomme ich jetzt ein bisschen extra Damage und sowas? Wusste ich erstmal von Dogma ein Item bekommen, zu Sachen, die ich letztens erst gelernt habe. Deswegen man dann auch fliegen kann, zum Beispiel. Oh oh. Ganz vorsichtig. Ich weiß nicht, sinnvoller, wenn ich das machen würde. Um ein kleines Schutzschild zu haben um mich herum. Okay, geh mal weg. Okay. Oh, oh, ich wollte gerade sagen, der ging doch jetzt relativ schnell down.
wo ich ja auf meine Tränen zugreifen konnte, aber nicht wirklich. Es muss einfach nur mein Dingens-Patch aktiviert werden. Und dann haben wir kein Problem mehr. Oh oh. Ich traue mich nicht so ganz näher an die Gegner ranzugehen, aber ich glaube, ich muss. Um ihnen vernünftig Schaden zu machen. Scheint sogar okay zu sein, wenn man unter den Gegnern steht, soweit. Unerwartet okay. Man sollte nicht so weit runter. Da beginnt die Lava. Und Lava tut weh. Aber ihr wart sicher auch schon mal in der Hölle. Ihr kennt das. Ihr wisst, wovon ich rede. Okay. Nummer 3. Jetzt kommt der Freund, der die Bomben wirft. Jetzt werden wir einfach da... Oh. Wenn ich einfach ein bisschen versuche, mit den Bomben zu arbeiten. Ups. Au. Oh. Oh, der Brimstone. Oh oh. Oh oh. Nein, das ist das Falsche. Los, Geist! Rette uns! Ich brauche eine Brimstone-Bombe. Yes! Okay. Dann kommt jetzt unser Champ. Oh oh, wie mache ich das am besten? Mein Begleiter. Du bist auf meiner Seite, richtig? Oh oh. Versuchen wir einfach. Er ist super langsam gerade gewesen. Das ist gut. Oh oh. Jetzt kommt der Brimstone. Jetzt sprintet er nach links rüber. Ich mag es nicht, dass er mich wegschleudert, wenn ich ihn einmal schlage. Okay. Dann kommen wir zur nächsten Phase. Das heißt, nächste Phase, Richtungswechsel. Nicht wirklich die nächste Phase. Ups. Den Angriff habe ich noch nie gesehen. Ich schätze, ich war immer stärker, wenn ich sonst bei ihm war. Ich glaube, den Angriff kenne ich ebenfalls nicht. Es wird wenigstens gut markiert, wo die Kugeln rauskommen. Ich sage es euch, diese Rakete einzusetzen wäre wesentlich einfacher, wenn ich... Meine Hitbox ist winzig. Also die Bombenraketen. Wenn ich nicht gleichzeitig D und E drücken müsste auf der Tastatur. Oh Gott. Schauen. Schaffen das. Das Gefühl, an dem Punkt zerstört er sich auch schon so ein bisschen selbst immer. Oh, wir haben ihn gleich. Wir haben ihn gleich. Wir haben ihn. Yes. Puh, das war ein Run. Und wir haben ein paar Dinge freigeschaltet. Unter anderem die Spirit Shackles. Und natürlich Tainted Apollyon. Forgotten. Ich bin immer Apollyon, denn er ist Forgotten. Oh, was haltet ihr davon? Dann kann ich mit ihm mal irgendwelche Basic-Runs machen. Was kann Tainted? Dead Weight. Er scheint einfach nur ein Haufen Knochen zu sein. Das klingt ziemlich aufregend. Aber gut. Ich würde sagen, das war so heute Binding of Isaac Repentance. Der Run ging länger als erwartet, aber er war ein erfolgreicher Run. Deswegen werde ich mich nicht beschweren. Und ich habe das Gefühl, wenn ich nicht noch irgendwann angefangen hätte, die Raketen zu verwenden. Ich glaube nicht, dass der Run gut gegangen wäre, ehrlich gesagt. Die Raketen haben uns komplett gerettet. Denn sie war, vor allem als die Brimstone-Bomben kamen, das war einfach so stark. Na gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war der Binding of Isaac Repentance. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht. Beim nächsten Mal werden wir wahrscheinlich einen Blick auf Tainted Forgotten werfen.